Nee, hier ist keine Höhle und nichts. Da ist noch ein Schrein. Gott, wie soll ich denn da hinkommen? Dafür brauche ich andere Fähigkeiten. Ich frage mich natürlich sowieso, wo wir und wann wir die anderen Fähigkeiten herkriegen. Geil ist natürlich, dass das Gebiet, durch das wir uns hier bewegen, eigentlich schon fast genauso aussieht wie damals in Breath of the Wild. Es ist ja so, dass man sich hier einigermaßen zurechtfinden kann, wenn man das noch so ein bisschen im Kopf hat. Die Zeit, in der ich das gespielt habe, ist allerdings schon lange her. Deswegen kann ich euch nicht sagen, wo ich hier was finde. Ich gebe natürlich trotzdem mein Bestes, das alles irgendwie wieder zu entdecken und auch wieder zu erkennen, aber ich kann nichts versprechen. Hier soll der sein. Da. Gehen wir jetzt mal hin, ohne die hier alle zu beschwören. Danke. Finde ich jetzt nämlich nicht ganz so geil. Hyrule Tannenzapfen. Ja, Eicheln hatten wir schon. Jetzt haben wir auch Tannenzapfen. Warum nicht? Oh, ist das Prinzessin in Enzian? Nee, Schleichglöckchen. Oh Gott, die gibt's ja auch wieder. Und ein neuer Stall. Ja, warum auch nicht? Zu Quarkschrein. Na, dann machen wir mal Quark Quark und gehen rein. Okay. So, wenn wir den Schrein dann auch noch haben und vielleicht noch den anderen, dann haben wir wieder genug, um wieder zwei Dinge zu verbessern. Und das ist völlig in Ordnung, damit kann ich leben. Vorwärtsdrang. Da muss eine Kugel rein. Das ist alles abgesperrt. Da ist eine Kugel. Und da ist ein Brett zum Rüberrollen. Ich verstehe es noch nicht. Die Kugel geht nicht so hoch. Das heißt, ich muss sie mit dem Brett rüberbringen. So, du bleibst jetzt mal hier. Wie kriegen wir dich jetzt zum Laufen? So. Okay, heiße Geschichte. Aber wir sind auf der anderen Seite und nehmen die Kugel ab. Danke. Okay. Jetzt müssen wir mit dem Teil dort oben hoch. Die Kugel kann ich damit schon mal verbinden. Das ist ein Brett. Das verbinden wir ebenfalls. Nee, das nehme ich nochmal ab. Das muss wahrscheinlich so, keine Ahnung. Und das Teil drehen wir ein paar Mal. Nee, das muss ja rollen. Das muss ja rollen. Das passt hier nicht zwischen, dann wird hier nichts rollen. Daran wird es hochgeschoben. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Okay, ist genau falsch rum. Ich könnte das auch nach oben schieben, aber das würde nicht reichen wahrscheinlich. So, jetzt rollt es richtig rum. Ja, das Rad kann sich nicht drehen, das hängt fest.
Wir selber können nachher hoch. Ich würde es ja gerne an die Wand packen. Es muss auf jeden Fall tiefer. Und wenn ich... Warte mal, bleib mal hier. Wenn ich das Teil... drehe... andersrum. So. Kommt das dann überhaupt vorbei? Ich muss es probieren. Es kann gar nicht nach oben gehen. Es geht zwar in die richtige Richtung, aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da, und deswegen, das hängt andauernd fest. Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen gecheatet, ne? Ja, weil ich es jetzt nämlich hochholen kann. Nee, es hängt immer noch fest. Es geht nur um die Kugel. Komm her. Ich weiß nicht, wie man es hätte machen sollen. Wir haben es auf jeden Fall auch anders geschafft. Scheiß drauf. Malle ist nur einmal im Jahr. So, das haben wir. Dann nehmen wir die Kugel weiter mit. Jetzt müssen wir sie irgendwie dort rüberbringen, ohne dass sie runterfällt. Was jetzt nicht unbedingt das Problem sein dürfte. Es gibt die Möglichkeit, die Kugel einfach so hier durchzubringen. Okay, es rollt nicht vorwärts. Ist die Kugel zu schwer? Nee, es rollt allgemein nicht vorwärts. Das verstehe ich nicht. Verdammt. Okay, wir selber kommen auch nicht auf die andere Seite. Es gibt keine Windräder. Aber ich könnte mal gucken, ob ich noch eins im Inventar habe. Wäre das gecheatet? Ah, ich darf es nicht verwenden. Wie überaus fies. Kommt immer noch nicht vorwärts. Da ist eine Kiste. Ich muss irgendwie das Wasser ablassen. Mache ich das vielleicht auf der anderen Seite? Da ist ein Schalter. Nee, der wird nur dafür sorgen, dass die Tür aufgeht. Oben. Manchmal kann man von oben doch das ein oder andere überblicken. Also wir haben zumindest unten eine Kiste, die man sogar hochheben kann. Okay, die muss ich bloß rausheben. Ja, damit ist die Tür auf, aber nicht das Wasser. Das Wasser ist aber auch nicht sonderlich stark.
Bloß wie soll ich? Ich könnte das höchstens an die Wand nageln und dann rüberbringen. Erstmal hole ich jetzt die Kiste, dass wir die schon mal im Besitz haben. Boah. Rätsel über Rätsel. Starkes Sonaniumschwert. Dankeschön, kann ich gut gebrauchen. Allerdings würde ich mich freuen, wenn wir dieses Teil jetzt irgendwie rüberbringen könnten. Dieses wunderschöne Gefährt. So würde es natürlich nicht fahren. So erst recht nicht. Okay, komm mal raus da. Fahr mal dagegen. Das klebt jetzt dran, das will ich aber nicht. Weg damit. So. Halt da lang. Ist egal jetzt. Das Teil muss weg. Das nervt mich alles. Es liegt nur rum. Ah. Sollte man vielleicht die Bretter noch für irgendwas nutzen? Ja, ich wüsste nicht wofür. Damit ran. Okay, und los. Okay, funktioniert trotzdem nicht. Versuch mal daraus jetzt eine Brücke zu bauen. Top, jetzt ist das Teil komplett im Wasser. Und wenn ich jetzt einfach hier, ich meine, es ist ja völlig egal, ob da Räder sind oder nicht, das mit dran verbinde, dann kann ich doch die Kugel fast alleine rüberbringen, oder was? Das wird wahrscheinlich die Ausweichvariante sein. Falls sowas überhaupt vorgesehen ist. So.
Tja, scheiß drauf, ganz ehrlich, wir haben es geschafft. Komm mit. Ja, es war garantiert nicht so gedacht. Aber das war mir jetzt echt zu doll. Und solange es anders geht, mein Gott. Schön. Dann gehen wir jetzt hier rein, genießen den Schrein und freuen uns auf unser Sein. Oh. Endlich, endlich. Demnächst sollten wir auch die ganzen einzelnen Länder einkartografieren. Das wäre jetzt als nächstes wichtig, bevor wir uns dann so vielen Schreinen widmen. Aber so ein, zwei Schreine müssen wir, glaube ich, noch machen. Ja, zwei Schreine. Dann haben wir auf jeden Fall wieder genug für zwei weitere Segenslichter, die wir nutzen können, um auch wieder mehr Lebensenergie, mehr Ausdauer zu bekommen. Aber das wiederhole ich ja jetzt auch schon zum 20. Mal. Wir sind auf jeden Fall hier, können uns jetzt jederzeit hierher porten, sodass es nicht mehr so weit weg ist zu anderen Schreinen. Und alle naheliegenden Schreine haben wir jetzt erst einmal gemacht. Guti, wo gehen wir als nächstes hin? Ich würde mich gerne mal im Nordosten ein bisschen umsehen. Nordwesten. Bei den Ornis. Wie hießen die eigentlich später? Ornis hießen die doch gar nicht mehr. Oder waren das auch die Ornis? Nachher mit irgendwas mit R. Falco hieß er nicht. Der Falke auf jeden Fall. E-Shotgun-Schrein. Na, dann gehen wir da hin. Scheint auch noch ein Stall zu sein und ein weiterer Schrein. Von daher nicht verkehrt. Da ist auch noch ein Krog. Krog nehme ich auf jeden Fall mit. Krogs. Weil wir davon sowieso zu wenige haben. Trevor. Und da fliegen oder schwimmen die Octorok-Ballons. Das tut mir leid. Eigentlich hätte ich sie gerne mitgenommen. Egal. So, her mit dem Stein. Den legen wir hier mit rein. Und schon haben wir den nächsten Krog, meine Lieben. Dankeschön. 12 Samen haben wir. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen, um jetzt die ersten Teile freizuschalten. Ich denke mal, es geht auch wieder um irgendwelche Waffentaschen oder ähnliches. Aber erstmal müssen wir sowieso Maronus finden. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich als nächstes hin soll. Ich meine, ja, natürlich, laut Karte dort. Soll ich erstmal auf die Karte hören? Aber ich würde mich dort gerne umsehen. Oh, okay, nee, will ich nicht. Da ist ein fetter Typ. Ich weiß ja nicht, wo Pura mich hinschicken möchte. Wo will die mich hinhaben? Ich werde mal nochmal mit ihr reden. Soll ich ja, glaube ich, sowieso. Wird ja eine der Missionen sein. Zutaten mit speziellen Effekten. Weil wir nämlich den Turm ergründet und erkundet haben. Das war ihr Ansinn, dass wir einmal hochspringen und das Ganze aufzeichnen. Turm am Spähposten. Jetzt werden wir wieder mit ihr in Kontakt treten. Robello steht hier noch rum. Und da haben wir Pura. Hier. Willkommen zurück auf festem Boden. Das war ein hübscher Flug, Link. Und, konntest du die Karteneinstellung erfolgreich durchführen? Natürlich. Mhm. Ja, das freut mich, denn für unsere weitere Nachforschung wird die Karte unerlässlich sein. Kartografiertürme findest du übrigens überall auf der Welt, also nutze sie, wann immer du kannst. So, jetzt geht's endlich ans Eingemachte. Der Kataklysmus hat nämlich nicht nur hier seine Spuren hinterlassen. Überall in Hyrule wird von seltsamen Phänomenen berichtet. Würdest du mir kurz deine Karte zeigen? Ja. Zum einen wäre da Hebra im Nordwesten von hier. Dann gäbe es Eldin im Nordosten, weiterhin Gerudo im Südwesten und zu guter Letzt noch Ranel im Osten von hier. Die Phänomene konzentrieren sich auf diese vier Gebiete. Vielleicht gibt es gar keinen direkten Zusammenhang, aber ich habe das Gefühl, das Erforschen dieser Phänomene könnte uns auf die Spur von Prinzessin Zelda bringen. Ach übrigens, Direktorin Pura, es geht ein Gerücht um im Dorf der Orni, das in Hebra im Nordwesten liegt, hätte angeblich jemand Zelda gesehen. Ein Gerücht, sagst du? Eigentlich widerstrebt es meinem wissenschaftlichen geschulten Geist, mich von bloßem Gerede beeinflussen zu lassen, aber in der jetzigen Situation könnten selbst Gerüchte wie dieses den entscheidenden Hinweis liefern.
Ach ja, Link. Ich habe übrigens auch die Leute von der Zeitung um Hilfe bei der Suche nach Prinzessin Zelda gebeten. Niemand hat den Finger mehr am Puls von Hyrule als sie. Die Redaktion befindet sich direkt beim Dorf der Orni. Wenn du in der Nähe bist, könntest du ja mal bei Chefredakteurin vorbeischauen. Vielleicht kann sie dir irgendwie helfen. Ich werde weiterhin die durch den Kataklysmus herabgestürzten Ruinen und entstandenen Abgründe untersuchen. Außerdem werde ich mich in Dörfern und anderen Treffpunkten von Reisenden umhören. Vielleicht findet sich dort auch ein Hinweis zum Verbleib der Prinzessin Zelda. Die Erkundung der Phänomene liegt also ganz allein in deiner Hand, Link. Ich bin mir sicher, wir werden Prinzessin Zelda finden. Tut mir leid, ich muss unverzüglich etwas mit Onkel Robbie diskutieren. Es geht um unsere Erforschung der Abgründe. Wir unterhalten uns später. Aber du hattest doch gerade eine Aufgabe für mich, oder nicht? Oh, ein Orni. Das nenne ich Initiative. Oh, na sowas, diese Silhouette kommt mir bekannt vor. Bist du nicht gerade dort durch die Luft geflogen? Wie schön, dich persönlich zu treffen. Der geschichtsträchtige erste Abschuss von einem Kartografieturm, wie? Dufte. Sag, wie lautet dein Name? Link. Link, ja? Link? Sag mal, das ist doch derselbe Name wie der von diesem berühmten Helden. Dann bemühe dich, ihm gerecht zu werden. Ach, tut mir leid, wo sind meine Manieren? Ich hätte mich zuerst vorstellen sollen. Ich bin Pine vom Kleeblatt-Kurier. Und ich werde einen prima Artikel über die Sache mit dem Kartografieturm verfassen. Gut, ich muss dann auch los. Bei uns herrscht Personalmangel und die Zeit vergeht immer wie im Flug. Ich fände es großartig, wenn ein mutiger junger Mann wie du unser Reporterteam verstärken würde. Du findest unsere Redaktion in Hebra, im Nordwesten. Komm einfach zur Brücke, die ins Dorf der Orni führt. Schau doch mal vorbei, wenn du interessiert bist. Und jetzt Abflug! Ich gebe mein Bestes. Aber wir wollten sowieso in Nordwesten. Das passt ja perfekt. So, wo haben wir denn Nordwesten? Da. Ach, guck mal. Das ist doch der Rauru, der dort mit abgebildet ist. Jetzt schön viel an Energie haben, Ausdauer auch, wäre das toll. Muss auch gerade mal gucken, wir sind jetzt hier. Wir kommen aber nicht sehr weit. Werden wir mal so noch ein bisschen fallen. Nee, den. Da ist noch ein Schrein. Archipel des inneren Hyrule. Ich will schon da hoch. Das heißt, bis zur Brücke muss ich auf jeden Fall noch. Da unten ist der Schrein, ne? Das ist er doch, oder? So bin ich sogar das letzte Mal mit dem Parasegel dort so ähnlich gelandet? Ja, na klar. Hier waren wir schon. Aber wir sind gut. Wir sterben wenigstens nicht gleich. Bloß die Frage ist, wo wir jetzt hin sollen. Einfach rüber über die Brücke. Wir werden schon richtig ankommen. Da oben ist der Turm. Dem müssen wir auf jeden Fall noch einen Besuch abstatten. Ach nö, ihr geht mir jetzt auf den Geist, ehrlich. Oh, Bäume, ja natürlich. Wer hat die eigentlich zum Leben erweckt? Ey, man schmeißt nicht mit Steinen, Freundchen. So nicht. So, eigentlich wollte ich den da haben. Aber die Hörner nehme ich mal mit, vielleicht brauche ich sie noch. Ich brauche dann doch diese Waffe hier. Ob ich da auch so einen Überraschungsangriff machen kann? Sieht nicht so aus. Habe ich ihm überhaupt irgendwie Schaden zugefügt? Oh ja, doch, gar nicht schlecht. Upsala.
Das ist schlecht, wenn ein Bogen zerbricht. Treffer. So, jetzt schlagen. Okay, dreh dich um. Treffer, weiter geht's. Reise zwei Hände hat er dabei gehabt. Reiseschwert kriegen wir auch noch. Sehr gut. Das werde ich jetzt auch gut gebrauchen können. Nee, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Treffer. Reisebogen ist okay. Pfeile wären noch nicht schlecht. Ich habe nicht viele Waffen. Ich habe nicht viele Waffen. Nehmen wir mal den Zweihänder. Okay, weg. Gott, das war kein schlauer Angriff, aber ist egal. Ich habe jetzt Bockblindknochen, die nehme ich mal. Die sind noch ein bisschen stärker. Oh, bück dich doch nicht. Dankeschön. Ich wollte doch die Bockblindknochen nutzen. Verdammt. Na gut, dann macht das Schwert erstmal weg. So, jetzt schmeiß es auf den Boden. Nimm die Keule lieber mit. Der holt sich jetzt einen Stein, richtig? Nee, tut er nicht. Er denkt, er würde mich kriegen. Aber dann kam ich mit den Bocklin-Knochen und haute ihm alles weg. Wir haben einen Hinox besiegt. Der erste Hinox in unserer langen Laufbahn als Held. Palmfrüchte gibt es dazu. Den Fußnagel, den wir bestimmt noch für irgendwas benötigen können. Hinox-Horn. Hinox-Zähne. Ja, nehme ich. Danke. Wird auch bitter nötig sein. Brunnen der Karok-Brücke. Gut, dann nehmen wir noch die restlichen Früchte mit, die noch einigermaßen gut sind. Sind auf jeden Fall wieder gut ausgestattet, was Essen angeht. Und da oben ist schon wieder so ein Vieh, das uns gegebenenfalls irgendwie so ein paar Münzen bringt. Oder vielmehr Rubine. Und vielleicht auch so ein komisches Glitzersternenteil. Allerdings muss ich dafür näher kommen, ohne dass es verschwindet. Na komm. Ach, verdammt, daneben. Das war nix. Wie, ich bekomme keinen Rum mehr, wenn wir nicht 1 Million Abonnenten haben. Helft einem durstigen Piraten!